Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 614. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen erstmal wieder 30 Runen und wir wollen natürlich weiter Runen sammeln. Denn unser Ziel ist jetzt immer noch, die drei Kollegen da zu kaufen. Die waren bei Angebote, genau. Hallo Angebote, 1500 Runen und zwar da. Die wollen wir uns holen. Haben jetzt gleich knapp 900 Runen. Müssen wir natürlich noch ein bisschen ranholen. Nebenbei wollen wir noch das Kostüm von Unizan ranholen. Deswegen ist das zurzeit gerade alles ein bisschen, ja, sehr, sehr knapp. Ihr seht's, 3 Tage geht's noch. Hier geben wir aber auch immer volle Taschen, weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit auf irgendwas, was wir brauchen, halt wirklich zu niedrig. Und ja, da ist das ein bisschen schwierig dann. Hier, die Statue ist leider noch nicht fertig. Ich guck mal, dass ich das in 1,5 Stunden noch mit einsammle. Weil die Runen brauchen wir halt auf Garantie eigentlich. Und da wäre es gut, wenn ich die wirklich auch mitnehme. Ja, hier können wir jetzt auch nichts holen. Hier wäre es gut, wenn wir jetzt eh eine Belohnung kriegen würden, weil dann hätten wir auch hier die nächste Aufgabe fertig. Wir würden hier nochmal 15 Runen bekommen und dann die nächsten Aufgaben könnten wir wahrscheinlich erstmal wieder skippen. Weil wir ja eigentlich relativ viele Aufgaben gemacht haben und die dann einfach Ewigkeiten... Also wir hatten dann eine Aufgabe, die wir halt Ewigkeiten nicht gemacht haben, aber die ganzen anderen haben wir eigentlich soweit fertig. Deswegen können wir das danach wahrscheinlich auch erstmal lange Zeit einsammeln. Und dann haben wir unseren nächsten Level 112er. Wunderbar, kannst wieder los. Let's go. So. Dann können wir einmal hier die Frühlingsstatue einsammeln. Einmal 150. Wunderbar. Nehmen wir hier noch ein bisschen Bernstein mit. Dann kannst du noch nicht wieder los. Das dauert noch kurz. Müssen wir also unsere Legendär noch losschicken. Ansonsten haben wir hier unsere ganzen anderen Level 112er. Aber, ja gut, dann können wir eigentlich mal den jetzt mit ins Training schicken. Kurz das Tastatur ein bisschen weiter nach links. Sonst ist Maus wenig Platz, ne? Gut, dann können wir den Kollegen weiter füttern. Und kriegen den vollgefüttert, können ihn aber noch nicht ins Training schicken, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ja, wunderbar. Gehst du wieder ins Training, ist dann der Kollege morgen auf dem nächsten Level. Da haben wir morgen gleich wieder ein Level 112er. Da geht es auf jeden Fall richtig gut voran jetzt, ne? Du kannst wieder los. Dann können wir hier nochmal alles einsammeln. Wunderbar. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo es fehlt. Wir können auch einen Fischsammler losschicken. Wie wär's mit dir als Fischsammler? Los geht's. So, Goldrausch können wir noch füttern. Das kostet sogar ein ganz bisschen jetzt schon. Fast 50 Millionen. Insgesamt. So, wir kriegen morgen nochmal einen hoch. Das heißt, wir haben dann 13. Und dann wird's nämlich schon interessant, weil dann haben wir halt kaum noch welche, die wir jetzt so noch machen könnten. Den hier wollen, brutalen Herzschwärmer wollten wir noch. Ansonsten, wer ist denn hier noch am nächsten für die Level 100 irgendwas? Du bist übelst teuer. Ja, können wir den ja noch machen eigentlich. Schicken wir mal den noch mit ins Training. Der hier kann auch mit gefüttert werden. 1, 2, 3, geht nicht, okay. Fehlt uns ein bisschen was, kriegen wir aber noch zusammen. Dann wäre das noch einer, den nicht. Gut, kriegen wir aber schon irgendwie hin. Hier sind wohl alle noch nicht so weit, ne? Gut, Tagschatten wäre auch noch ganz geil, aber ist jetzt ohne so einfach mal aus der Kalten gemacht. Gut, schicken wir erstmal kurz noch den großen Überwilden los. So, dann können wir hier tauschen. Ne, können wir nicht, da fehlen noch 23. Jetzt haben wir einmal hier oben noch den immer viel kleinen. Let's go. 207, bei Weitem mehr als 23, reicht also perfekt aus. Kann der Kollege wieder los. Und dann geht es noch weiter mit dem grünen Tod. So, und dann hier Muffel. Da haben wir die 250 Runen drin. Das wäre gut, wenn wir die morgen auch bekommen. Die wären echt wichtig, weil dann hätten wir auf jeden Fall keinen Stress. Süßes Herz, da können wir einmal am Glücksrad drehen. Und du wirst kein Titan. Kannst also wieder normal los. Einmal einsammeln. Los geht's. Dann das Huhn, hier können wir auch am Glücksrad drehen. Ist, ich glaube, das erste Titanrad. Und wirst auch kein Titan. Okay, schade. Hier kannst du nicht meckern, also das kriegt ordentlich dazu. Öffnen wir die Gratispakete. Einmal mitnehmen, dann müssen wir auch mal kurz gucken, was wir noch alles im Postfach haben. Weil wir haben 3 Pakete, aber dann... Wir haben ja übelst viel Holz jetzt drin, aber vielleicht haben wir noch ein bisschen Fisch. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, müssen wir mal gucken. Erstmal kurz öffnen und freilassen. Öffnen wir das zweite Gratispaket auch noch, let's go. Und da haben wir das Gratispaket, let's go. Und dann kriegen wir hier nochmal... Bisschen Fisch, bisschen Holz und ein paar Runen. Wunderbar. Einmal aufs Kreuz und dann haben wir hier die Aufgaben fertig. Das können wir gleich jetzt also erstmal kurz hier reingucken. Also wir haben wirklich... Achso, wir haben 4 Pakete. Aber es ist trotzdem dezent viel Holz. Naja gut, müssen wir auch mal loswerden demnächst. Kriegen wir aber auch irgendwie hin. Vor allem brauchen wir Eisenfeed. Aber das kriegen wir alles hin irgendwie. So, dann kann der Kollege erstmal wieder los.
Einmal weiter. Und gratis. Dann haben wir noch Kotz und Wirk und Fleischklops. Hier haben wir leider kein Paket mit drin. Vielleicht, aber warte mal, wir hatten doch gestern bei Fleischklops ein Paket in der Auswahl. Wenn wir Glück haben, geht das jetzt gleich in die ins Glücksrad rein. Dann könnten wir es vielleicht sogar bekommen. Aber müssen wir mal gucken. So, Runen waren wir gerade mal kurz über 900. Sind wir wieder drunter. Ja, das war klar, dass wir es nicht bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering. Gut, kann es auch wieder los. Dann gehen wir noch den Season Pass hier einmal einsammeln. Und wir haben ein Event-Aufgabe-Pflicht. Eine Event-Pflicht haben wir fertig. Sehr schön. So. Da kriegen wir ordentlich Belohnung. 200 Points. Das ist eine Belohnung erstmal drauf. Haben wir jetzt noch zwei Belohnungen zum Einsammeln. Einmal die 500 süßen Eier. Und dann noch einmal das Mysterium-Paket. Das nächste. Also auch wieder Gratis-Paket. Nochmal ein paar Odinsmarken und ein bisschen Knochenräuber Kronkels Grill. Ja, aber nur eine Karte. Hier nochmal ein bisschen Holzfisch und wieder ein paar Runen. Okay. Gehen wir mal in diesen Pass. Wir können uns jemand ein neues kaufen, aber es ist noch nicht den Kollegen, den wir haben wollen. 3700, das wäre halt jetzt hier schmelzende Flügel. Demnächst der Buchschwärmer, da fehlen uns noch 20. Und da geht es dann ganz gut voran. Schließe Reisemission ab, ist auch gut dabei. Vollständige 3 Spitzenläufe. Das ist gut. Kriegen wir auch fertig. Demnächst. Spitzenlauf 6-mal die Frucht der Weisen. Ja. Belohnungen. Wo sind wir hier als nächstes? Ah, gut. Ja, schauen wir mal. Wir haben hier noch einen Spitzenlauf. Es sind nur noch die letzten Kämpfe. Und wir kriegen 250 Runen. Es sind noch 3 Kämpfe, Leute. Das wäre ganz gut, wenn wir die mitnehmen könnten. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Da müssen wir mal schauen. So, gehen wir zuallererst einmal auf den Skrill. Greifen da einmal normal an, gehen dann die normale Attacke vom Knochenräuber und dann die Schwäche vom Sturmschneid rein. So, normal, dann einmal die Schwäche. Und dann nochmal mit dem Skrill normal und dann sollte das schon fast ausreichen oder passen, so. Jetzt holen wir uns den Kollegen. Da auch wieder normal. Dann Schwäche. Dann nochmal normal angreifen. Dann gehen wir nochmal auf die Normalattacke. Und hier auf die Schwäche. Fertig ist er. So, zweite Welle von 3. Wunderbar. Gehen wir zuerst auf den Wolkenspringer. Gehen dann auf die Heilungsattacke vom Sturmschneid. Damit müssten dann noch ziemlich alle voll sein wieder. Mhm, ja, so. Sehr gut. Und jetzt einmal normal. Nochmal normal. Und dann einmal die Heilungsattacke vom Sturmschneid nochmal. Und dann sollte das eigentlich nahezu ausreichen. So. Wunderbar. Jetzt holen wir uns den Skrill. Und da auch wieder normal. Und dann nochmal mit dem Sturmschneid normal. Und da haben wir wieder ordentlich viele normale Angriffe gemacht. Ne, wir haben aber dann noch wieder ganz paar Aktionspunkte rangeholt. Können uns damit gleich wieder Stärke auf unsere Knochenräuber geben, falls wir gleich welche brauchen. So. Dann nochmal hier. Ja gut, geben wir die 2-Attacke. Und hier normal, dann ist... Ah, der überlebt das. Wow, hätte ich mir die 2-Attacke auch sparen können. Da war es absolut sinnlos. Egal, weg ist er. Jetzt hier gehen wir zuallererst einmal mit der 4er-Attacke vom Sturmschneid auf alle und machen damit ordentlichen Schaden. Greifen dann mit der Knochenräuber-Attacke auf den gegnerischen Knochenräuber an. Und gehen dann auf die 3er-Attacke vom Skrill. Wobei die 2er-Attacke müsste ausreichen. Die 2er-Attacke und dann die 2er-Attacke auf Zahnmeister. Sollte, denke ich mal, ausreichen. So und so. Dann nochmal normal auf Zahnmeister. Und das Grill ist leider weg. Gut, einmal normal. Dann hier nochmal normal. So, wunderbar. Und dann einmal die Stärke auf unseren Knochenräuber und die Schwäche mit dem Sturmschneid einsetzen. Gut, keine Stärke auf unseren Knochenräuber. Wäre ein bisschen Verschwendung und wäre ein bisschen sinnlos. So und dann einmal normal und einmal Schwäche geben und dann haben wir gewonnen. Wunderbar, sehr nice. So, drehen wir am Glücksrad und wir bekommen einmal Fisch. Wunderbar. Dann drehen wir am nächsten und hier gibt es einmal 187 Millionen Holz. So, dann nehmen wir einmal das Paket mit, Grobians Hort.
So. Einsammeln, wunderbar. Ist schon wieder ein neues Pack-Opening, Sammlungsgedöns drin, wie auch immer man das nennen soll. Wir sammeln halt fürs Pack-Opening, ne? Sind ja oder ist schon wieder... Eigentlich geht's schnell voran, ne? Wenn man bedenkt, vor 14 Tagen war das Pack-Opening. Das kommt mir halt gar nicht so lange vor. Aber in den 14 Tagen, wie viele Pakete haben wir jetzt? So 5? Ja, das ist gar nicht so schlecht. Da wird man... knapp an die, wenn es so weitergeht, an die 30, 35, 40 Pakete kriegen zusammen fürs Pack Opening. Das wäre schon nice, wenn das so weitergeht. Bitte nicht meins Grill holen. Danke. Ich muss mich trotzdem mit einer Bäre heilen. Ansonsten wäre er hier weg von dem Kollegen. Genau, wunderbar. Einmal den. So, dann die Schwäche. Und... aha, gut. Der geht auch nochmal normal. Wir können auch wieder nichts machen. Aber sehr schön. Genau das gleiche hätte ich auch gemacht. Dann geben wir uns hier nochmal die Stärke. Die Heilung, damit wir nahezu voll sind. Und dann holen wir uns den Kollegen weg. So. Jetzt sind wir in der nächsten Welle. 2 von 3. Hier gehen wir zuallererst auf Klumpen. Also, der heißt, ich glaube, Klumpen. Und geben uns hier nochmal kurz Stärke mit. Dann gehen wir wieder auf die Heilungsattacke vom Sturmschneid. Dann sollten wir wieder nahezu alle voll sein. Und dann soll das, denke ich mal, so laufen. So, du gehst auf den. Das ist in Ordnung. Greifen wir wieder normal an. Gehen dann auf die Heilungsattacke. So, und dann einmal hier normal. Und weg ist er. Jetzt sind wir... also haben wir den ersten weg. Die beiden sind aber jetzt nicht so stark. Wir gehen trotzdem erstmal wieder auf den normalen Reißzahn. Weil der mit seiner Attacke... kann uns halt einstefern und das, damit wird uns halt verboten anzugreifen, was ein bisschen blöd ist für uns. Deswegen holen wir uns den Kollegen erstmal. Greifen dann nochmal mit der Heilungsattacke vom Sturmschild an, falls der überhaupt nochmal drankommt irgendwann. Gut, dann holen wir uns den halt erstmal weg. So. Und so, weg ist er. Dann, ich wollte halt jetzt am besten keine Aktionspunkte oder frische Weisen ausgeben, deswegen müssen wir so gucken. Da ist halt der Sturmschild mal zwischendurch im Kampf kurz ein bisschen weiter unten von den Leben her. Aber wir kriegen den ja wieder hoch. So, dann holen wir uns den Kollegen. Den sollten wir jetzt mit den nächsten Zügen wegbekommen. Und dann können wir in der nächsten Welle gleich schon wieder heilen. Und dann soll das alles gut laufen. Dritte Welle. Hier natürlich sind Bosse mit drinne. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, weil diese Bosse, die können uns echt besiegen. Das ist schwierig. Da müssen wir... ich hat gerade kurz geladen, weil mir ist kein Wort eingefallen, was man nehmen könnte. Deswegen. Gut, mit dem Knochenräuber würde ich sagen, normal auf den... oh Gott! Flüssern Tod! Mein Gott, ey, jetzt hängt es aber mal wieder richtig hier. Einmal die Schwäche geben. So, und dann ist mein Skrill wahrscheinlich gleich weg. Aber der Flüssern Tod von ihm ist halt auch gleich weg. Ah, frech. Okay, einmal so. Und die Heilungsattacke ist jetzt ein bisschen sinnlos, deswegen greife ich hier normal an. Gebe mir dann nochmal Stärke von meinen Knochenräuber, greife dann mit der Schwäche den raufverschwimmenden Qualmdrachen an. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich auch gleich, genau, wir brauchen jetzt gleich die Heilung. Und ich hoffe, die Heilung hier reicht jetzt aus. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd, aber es sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass er mich One-Hit jetzt wegkriegt. Ja, tut er auch nicht, weil er es gar nicht erst probiert. Wir sollten es schaffen, wenn wir jetzt so angreifen. Dann die Schwäche. Dann sollten wir den weg haben. So. Und jetzt ist der dran. Und greifen wir auch wieder normal an. So. Einmal hier nochmal normal. Und damit kriegen wir den auch. Da müssen wir nichts mehr ausgeben, denke ich mal. Das sollten wir eigentlich auch so schaffen. Genau. Wunderbar. Haben wir den Kollegen weg und haben damit gewonnen. Sehr nice. Gut, dann drehen wir einmal am Glücksrad und wir bekommen einmal Fisch, 262 Millionen, sehr schön. Und dann drehen wir am nächsten und hier bekommen wir einmal Holz, 187 Millionen. Sehr gut. Und dann haben wir noch einen Kampf vor uns und den wollen wir heute natürlich am besten auch noch machen, damit wir noch die Runen mitnehmen können. Weil dann könnten wir es im morgigen Video sogar schon schaffen, uns vielleicht die 3 Kollegen zu holen. Würde ich gerne mitnehmen. Also wir hätten natürlich noch 3 Tage Zeit, ich glaube. Aber wäre trotzdem schon mal schön, wenn wir die relativ zeitnah mitnehmen könnten. Weil dann hätten wir, ja, erfolgmäßig, sage ich mal. Oder beziehungsweise würden wir einfach den Drachen kriegen. Hier haben wir natürlich nur 2 Wellen jetzt. Dafür sind das beides Bosswellen, deswegen wird es ein bisschen schwieriger. Deswegen sollten wir jetzt gleich auf die Heilungsattacke mit dem Sturmschneid gehen.
Und ich hoffe bis dahin, dass mein Skrill überlebt und es sieht gut aus. Knapp, aber ja, sehr knapp. Normalattacke, Heilungsattacke, dann einmal den Kollegen. So, jetzt greift der meinen Sturmschnell an, frech. Gut, ich hätte eh nie heilen können, deswegen ist es so egal. Greifen wir nochmal normal an, geben dann auch nochmal die Normalattacke. Zwei Attacke vom, ja, auf den hier, so. Kann der Onyx übermäßig Gutes einsetzen. Sehr schön, sehr, sehr gut. So, und dann sollten wir den jetzt, denke ich mal, nahezu wegbekommen. Hier nochmal die Heilungsattacke. Dann hier nochmal normal. Sehr gut. Und dann holen wir uns den Kollegen. Geben wir hier auch nochmal die Schwäche. Und jetzt machst du das. Okay. Hier einmal normal. Dann einmal die... Nee, das wäre sinnlos. Also... Ja, es wäre halt Aktionspunkte rausschmiss, sozusagen. Du machst das normal, okay. Dann können wir uns hier Stärke geben. Haben wir jetzt eine 2 Runden Stärke, können uns hier in der Welle erstmal die beiden Hoffersons Flüche holen. Greifen wir normal an, gehen auf die Heilungsattacke vom Sturmschneid. Das Gute ist, die können wir auch zweimal ineinander einsetzen. Also wir können jetzt einsetzen und dann gleich, wenn wir nächstes Mal in den Sturmschneid reinkommen, wieder. Schade ist jetzt, dass uns die Stärke vom Knochenräuber genommen wurde. Das ist ein bisschen sehr blöd. Aber egal. Wir holen uns trotzdem erstmal, wie schon gesagt, die Flüche weg, weil, ja, die sind halt einfach wegzuholen für uns. Gut, jetzt haben wir noch Schwäche drauf, aber egal, wir setzen das trotzdem noch alles mit ein. So, einmal heilen. Dann einmal, gut, das ist frech. Den haben wir weg, sehr schön. Gehen jetzt auf die Zweierattacke vom Sturmschneid. Kriegen damit den Hoffersons Fluch weg. So. Also noch nicht ganz, aber fast zumindest. Und zwar genau... Bitte reich aus, bitte reich aus, bitte reich aus. Nein! Mach doch den Gönjamin, ey. Warum denn nicht? Frech. So, einmal wieder heilen. Gut, dann müssen wir es halt jetzt so hochheilen die ganze Zeit. Der kriegt uns jetzt ohne mehr weg. Weil jetzt hat er eine normale Attacke. Das heißt, er kann uns jetzt keine Schwäche nochmal extra zugeben. Dann können wir uns nochmal heilen jetzt gleich. Können uns vorher, können dem vorher nochmal Schwäche geben. Wir hätten jetzt so... Na gut, wir geben dem erstmal so Schwäche hier. Hoch entspannt, dann heilen wir uns. Dann sammeln wir kurz Aktionspunkte, dann können wir als nächstes auch mal die Stärke auf den Knochenräuber geben. Und uns heilen, genau, sehr schön. Aber dann läuft der Hase hier. Dann haben wir gleich gewonnen. Geben wir hier nochmal das. Dann hier nochmal normal. Hier nochmal die Schwäche. Dann nochmal die 3-Attacke vom Skrill und das sollte eigentlich schon ausreichen, denke ich mal. Das ist ganz frech. Aber dafür haben wir gewonnen. Wunderbar, sehr, sehr schön. 52 Runen. So, drehen wir am Glücksrad. Und wir bekommen hier einmal Holz. 187 Millionen. Und dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Und hier gibt es nochmal Fisch. Wunderbar, sehr schön. So, und dann sammeln wir die 250 Runen ein. Haben damit auch wieder die 1000 Runen geknackt. Und wir haben die Aufgabe fertig. Kriegen hier nochmal ordentlich was dazu. Das hier unten leider noch nicht, aber na gut. Muss man ja auch nicht sinnlos raushauen. So, Belohnungen. Kriegen hier nochmal ein Ra-Paket. Das haben wir auch immer gleich ein, weil davon wollen wir sowieso nichts behalten, mäßig. Können damit jetzt auch nochmal den hier hinten füttern. Den Kollegen. So, 1, 2. Dann nochmal kurz hier alles einsammeln. Hallo, da. Und das reicht nochmal für ein drittes Mal. Und im Postfach haben wir auch noch irgendwo was. Hier nochmal. Und das reicht auch nochmal. Super. Haben wir den halt wieder das nächste Level? Kann kleines Training. Nee, kann er nicht, weil das Training voll ist. Aber gut. Dann können wir hier nochmal reingucken. Kriegen im Seasonmarkt noch genau das nächste hier. Buchtschwärmer. Dauert auch nicht mehr lange. Dann können wir uns den Kollegen holen. Und an der Stelle würde ich sagen, wäre es auch schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass es mal ein bisschen länger ist. Aber ich denke mal eher ne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.